Ja, liebe Politikfreunde, Local Politics ist heute zu Gast beim Neujahrsempfang der SPD Augsburg. Bei mir ist jetzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Stadtratsfraktion der Freien Wähler in Augsburg, Rainer Schönberg. Grüß Sie. Herr Schönberg, wie sieht denn Ihr Fazit über die Arbeit im Stadtrat im vergangenen Jahr 2011 aus? Tja, ich gebe zu, relativ katastrophal. Wenn man als, wie soll man sagen, loyaler Stadtrat meint, sich auf die Verwaltung und die gefassten Beschlüsse verlassen zu können, sind wir letztes Jahr grob enttäuscht worden. Als Beispiel nehmen wir das Kurt-Frenzel-Stadion. Wir haben vor 1,5 Jahren, wenn man so will, einen Beschluss gefasst, aufgrund eines schönen Beamer-Vortrages, um dann Anfang letzten Jahres zu erfahren, dass weder dieser Entwurf realisiert wird, noch dass es beauftragt von uns in Auge gefasste Ingenieurbüro beauftragt wurde, noch dass man mit den 16 Mio, die wir ins Auge gefasst haben und die uns vorgegeben wurden für ein funktionstüchtiges Stadion, selbstverständlich nicht ausreichen, sondern dass auf diese Ruine, die ja dann die Maßnahmen erforderlich machte, die Sie wissen, mit dem Neubau der Tribüne, dass da noch 20 Mio drauf zu packen sind, um das überhaupt fertig zu machen und keine Ruine zu hinterlassen. Dass diese 20 Mio im Übrigen im Haushalt 2012 noch nicht drin sind, hat sich noch nicht rumgesprochen, kommen zu den 13,5 Millionen dazu. Wenn wir gleich weitermachen wollen, das Innenstadtverkehrskonzept mit dem Umbau Theodor-Heuss-Platz, Kaiserhof-Kreuzung, Kennedy-Platz ist, Entschuldigung, auch nach Auffassung von Verkehrsexperten der größte Blödsinn, den man für die Innenstadt machen konnte. Kostet im Übrigen 23,5 Mio, grobe Schätzung. Wir werden bei 28 Mio landen. Dann sind wir bei 13,5 plus 20 plus 28,5. Da brauche ich also über weitere Versäumnisse der Stadtregierung fast nicht nachzudenken. Nur als Beispiel noch, wenn ich mitbekomme, dass die Straßenbahnlinien am Eserwall von der Südseite auf die Nordseite verlagert werden, was auch 8 Mio. Kostet, ist ja richtig Geld und auch nicht förderfähig ist natürlich, weil im Gegenteil sogar Fördergelder zurückzuzahlen sind, weil auf der Südseite haben wir Fördergelder bekommen. Und das Ganze nur, um den zu erwartenden Stau zum unten zur Freilichtbühne zu verlagern, statt es oben dann an der Kreuzung zu haben. Also, Entschuldigung, das hat mit Kompetenz nicht auch ordnungsweise was zu tun. Vielleicht noch eine abschließende Ergänzung, dass die beiden Referenten Bau und dann Kultur-Sport, unfähig sind, derartige Maßnahmen zu stemmen, geht schon daraus hervor, dass man jetzt für den Umzug des Stadtarchivs den beiden die Kompetenz entzogen hat und der Hermann Weber jetzt plötzlich als Kämmerer dafür verantwortlich ist. Da frage ich mich, was tun die eigentlich? Ja, vor diesem Hintergrund, wir sehen dann ganz speziell die Ziele bzw. politischen Aufgaben der Freien Wähler in Augsburg für das neue Jahr 2012 aus. Tja, wer keine Kohle hat, kann nichts machen. Das bedeutet im Klartext, wir müssen versuchen, den Fuß einigermaßen wieder auf den Boden zu bekommen, finanziell gesehen. Das bedeutet, überflüssige Maßnahmen dürfen nicht mal angedacht werden, geschweige denn anrealisiert werden, sei es ein neues Projekt wie den Flößerpark am Lech, der praktisch mit über 1,2 Mio zu Buche schlagen wird. Ist okay, ich meine, das Bedürfnis für eine derartige Freizeiteinrichtung ist selbstverständlich da. Und die Bürger können eigentlich zu Recht verlangen, dass sie für ihre Gebühren und Steuern, die sie zahlen, was Vernünftiges zu kriegen. Aber was kann man mit der Stadt anfangen, die im Prinzip handlungsunfähig ist? Es steht noch nicht einmal fest, dass wir überhaupt handlungsfähig bleiben. Weil die Regierung von Schwaben hat ja in der Zwischenzeit bemerkt, dass dieser Haushalt, so wie er beschlossen wurde, in sich nicht ausgeglichen ist, weil die Bezirksumlage und die Schlüsselzuweisungen, die weniger geworden sind, in dieser Haushaltsvorlage nicht berücksichtigt worden sind. Im Klartext, wir haben keine Ahnung, was die Regierung macht, gibt sie das Zeug zurück, nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, ich weiß zumindest mal die 13,5 Mio einzusparende Mittel nach, bevor wir es genehmigen, oder ob sie den Haushalt einfach schlichtweg nicht genehmigt, sodass wir unter Umständen mit dem Staatskommissär dann dastehen, alles offen. Im Übrigen vielleicht noch ein ergänzender Hinweis, ihr habt es ja mitbekommen, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat den Bebauungsplan 500, ist gleich Innenstadtverkehrskonzept, um nochmal auf das Thema zu kommen, für unwirksam erklärt. Weil der sogenannte Bypass, der keine Entlastungsstraße mehr ist seit neuestem, sondern eine Entlastungstrasse, weil der nicht mit drin ist. Wenn ein Bebauungsplan für unwirksam erklärt wird, sagt das Bundesverwaltungsgericht, und es sind wesentliche Teile betroffen, was hier ja wohl der Fall sein dürfte, dann brauche ich, weil ich gar keine Satzung mehr habe,
den Aufstellungsbeschluss für eine Satzung, ich brauche den Billigungsbeschluss für die Satzung und dann brauche ich den Auslegungsbeschluss. Was wir jetzt gemacht haben, ist nur der Auslegungsbeschluss. Also sprich, die Aufstellung und Billigungssatzung ist nicht passiert. Also dürfte aus formalen Gründen der Bebauungsplan 500 in einem Dreivierteljahr erneut hops gehen. Da bin ich ja gespannt, was dann die Stadtregierung macht. Ja, vielen Dank, Rainer Schönberg, von den Freien Mir für diesen Einblick. Ja. Und für die, ja. Und liebe Zuhörer, drücken Sie uns die Daumen, dass wir aus dieser katastrophalen Situation rauskommen und uns dann endlich wieder um das kümmern können, was passieren muss, um die Bildung, um den Innovationspark, von dem wir befürchten, dass er sich zu einem schlichten Gewerbegebiet runter manipuliert wird und nichts mehr mit Innovationspark am Hut hat. Die Schulen müssen gemacht werden. Wir haben so viele Leute, wir müssen es anpacken und Sie drücken uns hoffentlich auch die Daumen, dass es 2012 klappt. Ja, das tun wir im Namen von Local Politics natürlich und wünschen Ihnen für 2012 dann für diese Aufgaben alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke.